Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Minecraft mit Tiny. und ja, wir hatten das letzte Mal Diamanten gesucht, aber nicht wirklich viele gefunden. Das langt jetzt nicht wirklich für was üppig riesiges, aber wir gehen gerade mal schnell ins Dorf, weil ich nicht mehr weiß, ob wir im Dorf noch Moment, so besser. Ob wir im Dorf noch ein paar Diamanten hatten oder nicht. Ah ja, wir hatten hier angefangen mit Terraforming, stimmt. Da war ja was. Und diesmal sehe ich auch wieder aus, wie ich aussehe. Ja, das letzte Mal musste ich ohne Internet spielen und dann hat mein Charakter nicht so ausgesehen, wie er hätte aussehen sollen. Oh, dieses Loch hier. Irgendwann falle ich da nochmal rein. Dann Ja, dann sehe ich alt aus. Hör, wir haben ja mal eine Rüstung an. Fällt mir so gerade auf, dass ich das eben beobachtet hatte. haben eine Ja? Diamant. Nein, die wollen wir haben. Und es wird dunkel. Bist du bereit, Tiny? Töte die Tintenfische. Lass doch die armen Tintenfische in Ruhe. Ich will einen Warum? Tintenfischensack. Wir brauchen keinen Tintenfischsäcke. Wir haben genug. Wir färben eh nie was. Nee. Wir haben schon einen. Das schon reicht. Wir haben mehr als einen. Und zwei reichen, weil man nur zwei Schafe färben muss. Die dann immer beziehungsweise ein Schaf würde theoretisch schon lang. Und dann kann man die immer wieder. Boah, jetzt muss ich aufpassen, dass hier keine Creeper sind. Kann man die immer wieder scheren. Geronimo! Da waren wirklich Creeper. Ein Creeper auf jeden Fall. Ja, wir brauchen wieder Erfahrungspunkte. Wir haben so wenig. Sehr schön. Zombies sind uns jetzt egal. Es sei denn, sie stehen uns direkt im Weg. Tut ihn mit deinem Schwert. Wo gibt es besser? Nein, es geht dann besser, wenn ich ihn treffe mit meinen Pfeilen. Okay. Was ist hier für eine Party? Bin ich auch eingeladen? Wer von denen? Beziehungsweise wer nicht? Hier wird sie nicht von der Seite her angeschlichen. Zombies. Die vier Zombies sind böse. Und der Creeper auch. Das Skelett auch. Und die Alle sind böse. Spinne auch. Und die vier Skelette. Boah, Hektik pur. Sind böse. Mann, guck dir an, wie viele Creeper da rumlaufen. Da ist noch ein Creeper. Ja, ich sehe es schon. Dann nur noch vier Creeper da. Nur noch vier Creeper. Ruhensack. Nur noch vier Creeper. Die Formulierung ist ein wenig falsch. Ruhensack. Na bitte. Keine Schimpfwörter, das sind nur Creeper. Die können nichts dafür, dass sie so böse sind. Willkommen im Loch. Wie schön. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir hatten dafür vorhin zwei Pfeile verschossen, wo die hingeflogen sind. Pfeile. Ein Pfeil müsste jedoch auf jeden Fall noch irgendwo sein. Haben wir mehr in die Richtung geschossen? Nee. Ich dachte eigentlich nicht. Oh, hast du gesehen, dass eben ein Skelett aufgetaucht ist? Was heißt einer? Auf die Mütze! Auf die Mütze! Ja, auf die 12 geht ja schlecht, das sind Zombies. Die haben keine Armaturen. Da war noch der vierte Pfeil.
Bitte. Jetzt müssen wir erstmal was essen, weil wir uns nicht mehr heilen. Du Hund. Na, bitte. Mäßige deine Wortwahl. Der Creeper sei nur. Nein. Du sollst keine Schimpfwörter benutzen, bitte. Du kannst sagen, es ist ein creepiger Creeper oder so. Ein creepiger Creeper. Das ist schon Schimpfwort genug. Schlimm für ihn, dass er ein Creeper ist. Damit ist er doch genug gestraft. Guck dir diese blöden Creeper doch an, wie die gucken. Immer als ob sie in der Schule nie was verstanden hätten. Ich sehe keinen. Ist ja auch keiner hier. Und wir sind sehr froh darum. Wir wollen gar keine Creeper sehen. Hey, ein Skelett. Hallo Skelettfreund. So. Hallo Creeper. Hallo Zombie. Hallo normaler Zombie. Mann, die Zombies sind ganz schön zäh geworden. Hallo normaler Zombie. Beziehungsweise unser Schwert ist ganz schön schlecht geworden. Unser anderes Schwert war viel besser. Aber das müsste ich erst reparieren. Das Diamantschwert? Ja, ganz genau. Das Diamantschwert. Hey, ich höre doch meine Katze. Und du bist ja schon wieder hier bei meiner Katze. Guck dir das an, wie viele Pfeile in uns drin stecken. Haben wir hier noch Diamanten? Ach, die Diamanten sind ja, wenn dann, gar nicht hier, ne? Aua! Ah. Ja, ich wäre dir sehr dankbar, wenn du nicht hier rumboxen würdest. Hab mich nur geschrien. Die Enderperlen nehmen wir auch mal mit nach Hause. Die blöden Spinnenaugen und Knochen können wir ruhig hier lassen. Die brauche ich jetzt eh, obwohl wir nehmen mal ein paar Knochen mit. Knochen sind doch eigentlich teilweise recht sinnvoll. Das blöde Gammelfleisch brauchen wir aber nicht. So. Das heißt, wir müssen in den anderen, ins andere Haus hier rein. Ist da was fertig gebrannt? Oh ja, ein lecker Hühnchen. Oh, da sind noch 6 Diamanten und ein paar Smaragde. Wir nehmen auf jeden Fall mal die Diamanten mit. Ja. Die Smaragde brauchen wir jetzt eigentlich nicht mitnehmen, weil... Ja, wir brauchen die Smaragde eher im Dorf. Also. Nein, jetzt nicht. Wir wollen doch Diamanten suchen weiter. Oder habe ich da was falsch verstanden? Ja. Na also. Also beeilen wir uns jetzt ein wenig mit dem Zurücklaufen. Tötet den Creeper. Dem macht Spaß. Dem macht das Spaß, den Creeper? Dass man ihn tötet. Ich glaube es zwar nicht, aber okay, wir können mal fragen. Macht es dir Spaß? Sehr. Gut, du hast recht, ihm hat sehr viel Spaß gemacht. Und hier steht nicht. Da steht. Guck sie dir an. 2 Creeper rum. Macht euch. Macht dir Spaß? Den macht es Spaß, den 2 Creeper. Ich glaube zwar nicht, dass sie gerne sterben, aber okay, ich lasse dir jetzt mal deinen Irrglauben. Und wir müssen uns beeilen. Sonst sterben wir. Nein, wir wollen uns einfach beeilen. Deswegen beeilen wir uns. Weil wir schnell sein wollen. Da kriegt uns der Zombie nicht. Der blöde Zombie. Welcher von den blöden Zombies? Im Wasser schwimmt. Ach so. Und da steht ein Enderman. Ja. Und kannst du ihn töten? Da stehen 2. Kannst du den töten? Guck mir in die Augen, Kleiner. Das hier. Komm. Ich treffe ihn ja kaum. Jetzt kommt da noch ein Skelett.
so ein Mist. Oh, jetzt habe ich ihn. Ja. Und dann kommt dieses komische. Ja, hier liegen noch die Erfahrungspunkte von unserem Creeper, den wir getötet haben. Haben wir wenigstens eine Enderperle bekommen? Ja. Wir brauchen die Knochen, damit wir mal einen ordentlichen Wald uns dahin machen können. Bei Minecraft? Ja. Huch, da haben wir vorhin auf dem Hinweg einen Erfahrungspunkt liegen lassen. Von welchem war das? Ich weiß doch nicht mehr, welchen Gegner wir da getötet hatten. Aber ich vermute, es war ein Creeper. Aber ich kann mich auch irren. Das war ein Skelett. Das war ein Skelett, wieso fragst du mich dann? Hüpfen wir gerade über dem Wasser? Das sieht so aus, Mann. Wir wie Jesus so schnell laufen, dass wir über dem Wasser wären. Tatsache, wir laufen so halb über dem Wasser. Juhu. Yeah, und das trotz schwerer Eisenrüstung. Laufen wir so schnell, dass wir über dem Wasser laufen. Lauf nicht so rum. So. Jesus. Ja, Jesus hat bei uns gelernt. Was machst du jetzt schon wieder für Sachen? Ein Dumm. Was? Schaf mit grauer Wolle. Ja, ein Schaf mit grauer Wolle. Das folgt uns. Das folgt uns nicht, oder siehst du es noch? Ich sehe es nicht mehr. Wir sind nur zufällig ein paar Schritte in dieselbe Richtung gegangen. Da ist schon unsere große Hütte. Hütte, nicht Hüte. Hütte. Hüte, das zieht man auf den Kopf. So, so, so. Ja. Ich merke schon, wir haben wieder viel zu viel Müll drin. Zum Beispiel Gammelfleisch. Braucht kein Mensch. Zu viel Gammelfleisch. Wir haben einfach zu viel Gammelfleisch. Wir haben zu viel Zeug hier drin in unserer Truhe. Die ist einfach voll bis oben hin. Und das Gammelfleisch schmeißen wir jetzt mal zum Balkon raus, als echte Umweltsünder. So. So. Hey. Du sollst hier bleiben. Was war das? Lalalala. Schon weg. La la la. Tja. Liebe Kinder zu Hause, bitte macht das nicht nach. Schmeißt euren Müll nicht einfach in die Natur. Auch wenn das Fleisch ist, was vergammeln würde. Und deswegen überhaupt nicht so schlimm wäre. Aber es lockt Ratten an. Und das ist nicht so schön, denn Ratten bringen Krankheiten mit. Und wer will schon krank sein, hm? Ich nicht. Also. Minecraft ich war schon krank. Ja, ich war auch schon krank, aber ich möchte nicht krank sein. Da oben ist... Nein. Nein. Ah. So. Ja, immer schön hüpfen und werfen. Hüpfen, werfen, hüpfen, werfen, hüpfen, werfen, hüpfen, werfen. Da oben ist ein Arm von den Hügel. Du meinst dieses... Dasser. Ja, das ist ein Arm. Nein, das ist so eine Art Plattform. Aber es sieht interessant aus. Plattform. Plattform. Ja, sehr schön gesagt. Und so ein Balkon gewerft. Da ist nichts drin. Und da auch nicht. Das kann ja nicht angehen. Haben wir irgendwas, das mal brennen können? Nee, Sand brauchen wir eigentlich nicht. Erde kann man schlecht brennen. Und wir könnten noch ein paar Steine weg, aber wir haben ja selber noch genug Steine dabei. Ich habe noch massenhaft Steine im Inventar und frag, was wir noch weg. Manchmal zweifelt man dann echt an sich selbst.
Ja. Und an anderen Leuten, die hier sitzen, zweifle ich auch manchmal. Ne, Dani? Wie zerstreckst du mir die Zunge raus, während wir spielen? Das ist von der anderen. Ich verstehe kein Wort. Wenn du so viele Finger im Mund hast, versteht man dich nicht. So, so, so. Moment. Ich sehe gerade, es ist schon wieder Zeit für einen Schnitt. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.